Was war's? Dein Schuh. Oh Gott. Was geht? Ich bin Metron. Und ich bin Sarah. Und heute gehen wir in eine verlassene Keramikfabrik. Komm mit. Rein. Wow, Spinnweb im Gesicht. Ist es ein Keller? Nee, leider nicht, nur ein Schrank. Nur ein Schrank. Also wir befinden uns hier auf jeden Fall in einer alten Keramikfabrik. Die hat wohl Blumentöpfe hergestellt, wenn wir das so richtig gesehen haben. Oh, da ist schon mal ein Schuh. Der ist nur aus Keramik. Hey, hier sind die ganzen Aufkleber. Und eine Zeitung. Und da ist noch, sind so Bilder von den Keramikdingern. Okay, wir haben hier gerade so eine Art Schienensystem auf jeden Fall gefunden. Dachten erst, was ist das hier für ein eingelassener Boden, aber da führt eine Schiene durch die einzelnen Werkhallen. Schau, das sind die ganzen alten, das sind doch die Öfen, oder? Das sind die Brennöfen, ja. Cool. Ach, krass. Schauen wir uns mal näher an. Ich denke, das hier ist eine Brennofentür. Übel. Könnte das sein? Passt ja doch, das passt auf jeden Fall zu der Größe. Was? Das ist cool. Hast du auch mal gesehen? Ja, riesig. Ich kenne so kleine halt vom, naja, vom Töpferkurs, sage ich mal. Aber so große. Ich meine, ich hätte sie mir noch größer vorgestellt. Vielleicht finden wir auch noch größere, aber ja, krass auf jeden Fall. Und hier hinten ist dann noch mal so ein großer Raum mit ein paar Öfen. Dort ist eine Brandform. Guck mal an. Hier haben wir so eine Form entdeckt. Für die Töpfe, oder? Die Blumentöpfe. Ja, doch, das ist ein Blumentopf. Mhm. Und die ganzen Ziegel da? Ganze Schutt? Ja, hier ist ja schon alles kaputt, ne? Oh. I'm sorry. Wow. Hier liegen alles, liegt alles voll mit diesen, naja, wie nennen wir das, Rohlinge von den Töpfen. Die haben wir dann zwar total zerstört, aber hier sind, das waren bestimmt mal kleine. Für den Henkel? Das ist ein Rohr. Ja, es könnte auch ein Henkel sein. Zeigt es bitte. Ah ja, so wird es gewesen sein. Aber ja, hier sind so ganz kleine. Leider alles zerstört. Sogar mit so, mit Muster. Und wir haben es ja gerade schon mal gesagt, dass wir vermuten, dass es hier noch größere Öfen gab. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, geht mal für euch rein. Dort steht euch schon ein Top, also ihr Pott. Und dort wurde man dann verbrannt. Als Topf natürlich. Jeder Mensch. Ja, aber auch cool, ne? Ein riesiger Pizzaofen. Ja, da haben wir hier schon gesehen, dass hier die Decke extrem eingestürzt ist. Oh, was sind die Formen? Stimmt. Siehst du, das war alles noch ganz bei ihm. Aber krass, ja. Ne? Überleg mal, wenn die ganze Decke abgestürzt ist. Na, hast soll ich mal die Treppe hochgehen oder lieber nicht? Naja. Kannst ja noch runterfallen. Form.
Oh, Rillinghaufen von. Man darf ja jetzt hier hochgehen. Man sieht hier auch schön anhand dieser Decke, die runtergefallen ist, dass man früher noch mit Stroh gebaut hat. Das gab es oft. Sauerkrautplatten waren da auch toll. Ja. Hinten habe ich schon gesehen, geht es in den Keller. Ihr wisst, bei 20 Likes gehen wir rein. Vielleicht auch nicht. Okay. Ich geh mal runter. Ne, löst du zuerst. Was war denn da? Weiß ich nicht. Guck mal, da ist so eine andere Form. Das ist doch von den Römer. Ja, von so einer Säule. Ja. Und jetzt hier draußen vor so einer großen Halle, wo ich denke mal früher auch das ganze Rohmaterial oder vielleicht auch die fertigen Töpfe gelagert worden sind, ist leider alles zerstört. Aber man könnte es sich vorstellen. Das kann sein. Ne, geht's in den Keller, ne? Oh, weiß ich nicht. Sind auch so diese Ja. Das ist echt gefährlich hier. Hier steht doch noch was. Nimm mal die Candy. Okay, ich dachte, das war vielleicht durch Matten da reingehen. Oh, wow. Puh. Wie schön. Das ist so unterkellert, ne? Du wirst aufpassen, wo du hintritt. Warum? Wir haben übrigens die Location hier sage und schreibe 3 Stunden gesucht. Ja. 3 Stunden. Danke an den Jungen, der uns weitergeht. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Grüße gehen raus an Basti übrigens. Auch. Grüße gehen raus an Basti. Lass mich raten, das ist die Kantine. Ach, was auch sonst. Ich glaube, in jedem unserer Videos muss es mindestens einmal. Was war das? Mein Schuh? Oh Gott. Aber auf jeden Fall in jedem unserer Videos muss es eine Kantine geben. Meistens ist es nie. Wusstet ihr übrigens, dass Mörni mal in der Gastronomie gearbeitet hat? Ich habe immer in der Gastronomie und gearbeitet und deswegen weiß ich auch, dass das hier eine Küche funktioniert. Kommt mal mit, komm mal mit. Ja, Bruder, komm her. Ich hatte mal bestellt. Ich hätte gerne Currywurst mit Pommes. Aber ich wollte bestellen. Hä? Aber noch nie gesehen, so. Auf geht's in den Kühlkeller. Schickkeller. Ja, der ist noch runter.
hörst du das schon mal. Wieso denn immer ich? Ja, das ist doch nur der Kohlekeller. Ich will da nicht runter. Geh jetzt. Nö, geh du. Dann gib mir die Lampe. Dann verschwand sie in der Dunkelheit. Ich bin so blöd aus. Das war's. Wieso ging sie wieder hinauf? Ins Helle. In die Kantine. Die sind doch eingelegte. Pfefferoni steht drauf. Aber es sind Drogen. Wir haben jetzt auch wieder die Schienen gefunden, die dann raus aus dem Gebäude führen, in Richtung Torausgang. Und ich denke mal, entweder haben die halt rausgefahren, die Lieferung, oder hier ist es angekommen, je nachdem. Das Schienensystem endet auf jeden Fall hier. Wie unser Leben. Okay, jetzt haben wir ja draußen nochmal ein paar Schienen entdeckt. Man kann sie erkennen. Und dann sind die hier auf die Ladefläche drauf und konnten wegfahren. Mache ich also, das mal vor. Wieso mache ich das mal vor? Die sitzt hier in der Schiene. Die ist sozusagen ein Ziegelstein. Nö. Ne? Dann kommst du auf den Laster. Alter, wie sie einfach den Baum kaputt macht. Genau. Wurde es aufgeladen und dann ging es in die weite Welt, soweit die DDR halt reichte. Okay, das war sozusagen die verlassene Keramikfabrik, das Werk. Es war nicht mehr viel zu sehen, aber vielleicht habt ihr trotzdem ein bisschen was mitnehmen können. Es ist halt so, dass diese Fabrik irgendwie aus 3 verschiedenen Werken besteht. Wer weiß, was die hier... Ist halt super klein und alles kaputt und viel war nicht mehr zu sehen. Naja. Kann immer toll sein. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Tschüss.